Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video gibt's oder werde ich euch ein paar Informationen über die neue Waffe zeigen, die jetzt mit dem neuen Update reingekommen ist. Und zwar die der Boombogen. Und ja, es ist ein er war ja auch schon lange in den Game, falls muss man sagen, damals als Explosive Crossbow. Und ich würde sagen, für weitere Informationen werde ich jetzt erstmal in die Runde gehen und versuchen, dort dann diese Waffe zu finden. Jetzt im Bus und werde mal zur Expeditionsbasis oben über den Vulkan gehen und dann dort, denke ich mal, dass ich eine möglichst große Chance haben sollte, das zum einen zu finden. Dort ist ordentlich Loot. Ich kann auch Googler benutzen, um dann am besten Automaten zu finden, die ein bisschen durchzufahren. Und ja. Als erstes muss man sagen, die Waffe hat einen Explosionsschaden von 100, hat einen zweifachen Kopfschussmultiplikator. Das gilt allerdings natürlich nicht für den Explosionsschaden, sondern nur für den normalen Schaden, den sie sonst noch macht. Nämlich die macht 18 Schaden sonst noch. Und der wird eben halt als. Er wird dann verdoppelt. Das heißt, Kopfschuss 136. So wie ich das natürlich verstanden habe. Und ich glaube, das war auch so, als ich auf den Kopf gezielt hatte, hatte er trotzdem ein bisschen mehr als 100 gemacht. Kein Damage-Stop, soweit ich das auch weiß. Natürlich hatte Bullet-Drop ein bisschen stärker, glaube ich, sogar als so viele andere Waffen. Allerdings, erstmal gut hier oben. Allerdings kann man sehen, wo man hinschießt. Dann kommt so ein blauer Punkt und genau dort wird dann der Pfeil hinfliegen. Natürlich muss man vorzielen und alles. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ja. Kann noch ein bisschen mehr genau sehen, wo man letztendlich hinschießt. Ist ganz nice. Dann gehe ich jetzt mal unten zur Expeditionsbasis. Ist ja noch kein Lootglück. Kann sich natürlich noch alles ändern. Besten jetzt werden direkt. Ein legendärer Automat hier stünde. Steht natürlich gar kein Automat. Ist auch immer gut. Noch ein blaues Jagdgewehr. Hier liegt ja auch schon ein blaues Jagdgewehr. Die Waffe verbraucht Pumpgun-Munition, Schrotflinten-Munition, weil sozusagen vorne an der Spitze so eine Schrotpatrone steht. Die dann eben halt explodiert, hat nur einen minimalen Explosionsradius. Trotzdem kann man sich damit selbst killen. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr direkt im Prinzip unter euch schießt, dann hittet ihr euch damit selbst. Das heißt, ihr müsst nicht genau den Gegner treffen. Reicht auch, wenn ihr auf den Boden schießt und dort wird dann der Gegner trotzdem Schaden bekommen. Ist definitiv eine ganz nice Waffe. Nur legendär zu finden. Gibt es in allen üblichen Loot-Spots. Das heißt, Bodenkisten, Loot-Jobs, Verkaufsautomaten. Ich weiß jetzt, ich habe sie jetzt noch nicht allzu oft gespielt, dass ich wüsste, wie gut die letztendlich ist. Hatte die einmal in Gruppenkeile gespielt, dort war sie auf jeden Fall schon mal ganz nice. Man muss sie 1,6 Sekunden lang aufziehen, kann sie dann allerdings auch dauerhaft eigentlich aufgezogen lassen. Man schießt dann nicht, man kann auch wieder aus dem Zielmodus rausgehen. Es ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr genaue Waffe. Das ist auch ein ganz guter Vorteil von der Waffe. Eine einsekündige Nachladezeit, das heißt, sie ist auch sehr gering. Dafür muss man eben halt immer die 1,6 Sekunden warten, bis die maximale aufgeladen ist, um dann auch den maximalen Schaden und die maximale Reichweite zu bekommen. Denn sonst hat die wirklich nur eine sehr, sehr geringe Reichweite. Wenn man direkt schießt, dann landet der Pfeil im Prinzip so 1-2 Meter vor einem. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Das ist jetzt auch das letzte Video, bevor ich im Urlaub bin. Dann bin ich anderthalb Wochen im Urlaub. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass keine Videos kommen. Zum Zeitpunkt habe ich jetzt schon 2 Videos vorproduziert. Natürlich wird noch das eine oder andere Video dazukommen. Ich habe 4 zurzeit die in Planung. Mal gucken, ob ich alle 4 überhaupt schaffe. Oder ob mir nicht sogar vielleicht ein weiteres Video einfällt.
Skill, Skill. Skill. Jumphead. Ja, wenn jetzt nichts Spannendes passieren sollte oder ja, ich die Waffe nicht finden sollte, dann wird natürlich eine kleine Karte gesetzt. Ich bin jetzt hier bei Dusty angekommen und hier gibt es auch eine neue Ausgrabungsstelle. Ich hoffe mal, dass der mich jetzt nicht direkt angreift. Der Helikopter ist jetzt auch da oben auf dem Berg. Dort werde ich gleich auch nochmal versuchen hinzukommen. Ein ganz fix hier vorbeifahren. Gestern und vorgestern waren hier schon die LKWs entlang gefahren. Hier ist jetzt die Ausgrabungsstelle. Dort ist noch nicht allzu viel passiert. So ein kleiner Meteorit wurde ausgegraben. Eine Rampe geht da runter. Und die haben jetzt alle 1 Milliarde Leben. Das heißt nochmal doppelt so viel wie vorher. Würde jetzt natürlich ganz gerne angreifen. Ich muss hier erstmal entspannt zum Helikopter hochfahren. Ich bin schon sehr gespannt, was da so alles drin sein wird. Es hilft wie immer nur Spitzhacke. Allerdings ist hier oben jetzt der Helikopter. Und ja, der ist jetzt im Prinzip einmal hier so rum und dann in die Mitte gefahren. Das heißt, der beobachtet irgendetwas. Hier wird ja auch schon seit langer Zeit, das ist jetzt nichts Besonderes, dass der unten, dass der einfach beobachtet wird. Ich werde mich jetzt mal da unten ein bisschen einmischen. Perfekt, ein Hit. Perfekt. Erst mal so mitnehmen. Leider liegt ja, glaube ich, nicht die neue Waffe. Ist natürlich auch eine legendäre Waffe. Die wird ein bisschen seltener sein. Sonst werde ich euch nachher nochmal irgendwann Gameplay einblenden. Ja, allerdings waren das im Prinzip schon die großen Map-Updates. Soweit ich weiß. Ist natürlich auch immer so, dass jetzt wirklich gar keine Downtime vorhanden war. Kein Update, das downloadet werden musste. War ja nur ein kleines Inhaltsupdate. Nur hier hat sich in Tilted auch nichts verändert. Komm. Tiltet, hab Ehre. Geh in diese Weapon. Nein? Trotzdem auch ganz ehrenwert. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Zur Waffe. Das kann man dann eigentlich hauptsächlich am Gameplay sehen. Ist im Prinzip so eine Mischung. Ist im Prinzip eine besondere Art der Sniper. Schießt immer sehr schnell. So ein bisschen Jagdgewehr ähnlich. Ich hatte auch kein Zielfernrohr. Hat immer eine sehr, sehr eigene Mechanik. Auch mit diesem Mini-Explosionsradius. Auch wenn er jetzt nicht groß ist. Trotzdem ist hier mal ganz nice, so etwas überhaupt zu haben, ne? Passiert gerade absolut nichts. Neuer Gegner. Er hat den Bogen.
Perfekt. Leute, da ist er. Der Allerechte. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Lädt sehr schnell nach. So. Wenn man damit jetzt zielt, sieht man so. Auch wenn er hier sehr laut ist, hat er am Ende einen sehr, sehr leisen Sound eigentlich. Und macht 100 Schaden an Gebäuden. Vielleicht kann man es hier sehen. Die Wand hat Schaden bekommen und die Wand hat auch Schaden bekommen. Da wurde ich jetzt nochmal gesniped. Schade. Von wo? Please. Verlost. Egal. Ich glaube, ihr solltet gesehen haben, was diese Waffe kann. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob die allzu stark ist. Man schießt eben halt durchaus schon relativ schnell. Ja, man muss sich wirklich erstmal damit einfinden mit der Waffe. Ist hier mal eine ganz interessante Sniper eigentlich so. Ich glaube, gerade für so ja, für Arena-Modus und so etwas ist das schon sehr nice. Und ich, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like. Da würde mich auf jeden Fall extrem supporten und freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.